Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akeslux und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute dreht sich mal alles um das neue Werk von Hiroya Oku, dem Mangaka von Gantz, welches hierzulande bei Panini erscheint. Und zwar ist die Rede natürlich von Gigant. Derzeit sind in Deutschland zwei Bände raus, wobei das ja nur indirekt schon, denn offiziell erscheint der dritte Band nächste Woche. Ich selber habe ihn leider nicht, aber ich weiß halt jetzt schon, dass einige Händler ihn jetzt schon haben. Dementsprechend theoretisch gesehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind sogar schon drei Bände draus. Aber genug geschwafelt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, worum es in Gigant überhaupt geht. In Gigant dreht es sich um Ray, der ein Filmregisseur werden will und eines Tages seine liebste Pornodarstellerin Papiko kennenlernt durch Zufall. Als er gerade Blätter beseitigt, die ihren Ruf so ein bisschen schädigen. Und ja, das eine führt zum anderen und so verliebt er sich auch relativ schnell in sie. Also es bleibt nicht nur bei Freundschaft. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein typisches Oku-Werk. Also vielen Dank fürs Zusehen und nein, Spaß. Also, wobei das Spaß nur indirekt stimmt, denn es ist halt wirklich ein typisches Oku-Werk. Also es ist genau das, was du bekommst, wenn man sich so vorstellt, okay, was enthält ein Oku-Werk. Und klar, denken sich jetzt einige so, hä, aber Gigant, das klingt doch jetzt wie eine Roman-Story, was jetzt nicht unbedingt typisch für Oku ist. das stimmt leider so gar nicht. Das ist nicht nur eine Roman-Story, denn relativ früh im ersten Band bekommt Papiko plötzlich eine Uhr, mit der sie sich riesig machen kann. Und ja, ich denke mal, viele können schon ahnen, in welche Richtung das alles gehen wird. Das hat natürlich Action, viel nackte Haut und Co. Also nein, das ist keine reine Roman-Story. Und ja, diese Uhr, mit der sie ihre Körpergröße verändern kann, wird erstmal schön für einen Porno genutzt. Natürlich! Aber ansonsten, es ist halt wirklich ein Oku-Werk. Was dies bedeutet, ist relativ einfach. Und zwar zum einen einfach fucked up Ideen, fucked up Characters. Ich meine, es bleibt halt, wie schon erwähnt, bei einer Romance. Und das eine führt zum anderen, Papiko schläft letzten Endes mit Ray. Das Problem daran ist, Ray ist minderjährig. Und allein eine Pornodarstellerin als Hauptcharakter, so haben es eh schon mal sehr... Ja, das bringt gefühlt nur Oku. Aber das ist natürlich nicht alles. Das heißt natürlich auch viele Fotos, Shonen Jump Bashing, viel Eigenlob von Oku selber für seine vorherigen Werke. Also wirklich, du liest hier allein erstmal eine Inuyashiki-Empfehlung, welcher hierzulande, by the way, bei Eggman erschien, aber ich glaube leider Gottes inzwischen out of print ist. Dann natürlich auch liest du Gantz und Co. Und ja, es ist dazu halt dann auch noch die Zeichnung. Es ist halt wirklich Okus Zeichenstil. Ich persönlich bin ehrlich, ich finde seine Zeichnung grottig. Meister, also ja, vor allem dadurch, dass er halt viele Fotos verwendet oder vielleicht höchstens drüber zeichnet, dann sieht es halt echt nicht geil aus in meinen Augen. Ich kann auch ehrlich nicht nachvollziehen, was Leute an Okus Zeichnung cool finden. Und jetzt denken sich einige so, hä, okay, Gigant, das klingt ja jetzt nach absoluter Grütze. Und ja, es ist theoretisch gesehen auch absolute Grütze, aber es macht Spaß. Denn die Werke von Hiroya Oku sind einfach purer Trash in seiner trashigsten Form. So ziemlich. Es ist stupide, die Story ist nichts Innovatives. Es ist natürlich viel nackte Haut, sehr fragwürdige Witze, aber es bockt einfach. Es macht Spaß zu lesen, auch wenn man vor allem sehr schnell durch Okus Bände durch, also durch Bände von Oku durch, ich meine, pro Gigantband brauchst du vielleicht 20 Minuten. Aber es macht halt einfach Spaß. Und ich muss sogar sagen, ich mag auch die Hauptcharakterin Papiko. Ich finde es allgemein irgendwie cool, mal eine Pornodarstellerin als Hauptcharakterin zu haben in so einer Story. Dafür muss ich halt tatsächlich einfach sagen, Chapeau, Oku. Es ist halt irgendwo geil. Das Einzige, was ich so gesehen schade finde, ist, dass es eben bei Panini erscheint, weil dadurch kostet ein Band 8 Euro und das ist für die Ausgabe halt echt teuer. Alles im Allem ist Gigant halt, wie schon zum vierten, fünften Mal erwähnt in diesem Video, ein Oku-Werk. Dementsprechend, wenn ihr die vorherigen Werke von Oku mochte, wie zum Beispiel Inuyashiki oder, keine Ahnung, Gantz, falls es einer kennt. Ein Spaß, natürlich, viele kennen Gantz. Und wenn ihr diese Werke halt mochte, dann werdet ihr auch Gigant mögen. Wenn ihr hingegen schon Inuyashiki oder Gantz fürchterlich fandet, dann werdet ihr Gigant erst recht hassen. Und also, ja, wenn ihr die vorherigen Werke mochtet, nehmt's mit, ihr werdet Spaß haben. Ansonsten für die Leute, die noch nie was von Oku gelesen haben, mögt ihr Trash? Wenn ja, gebt es euch. Wenn nein,
bleibt so weit weg davon wie möglich. Wie gesagt, das ist Trash in seiner trashigsten Form. By the way, in einem kleinen, in Anführungszeichen, Fun-Fact, was ich relativ witzig finde beim ersten Band. Und zwar, Panini nennt hinten in der Beschreibung der Story Papiko nicht eine Pornodarstellerin. Nein, hier steht halt einfach, Papiko wäre eine Schauspielerin. Was halt einfach, ja gut, Schauspielerin, Pornodarstellerin, kann man schon mal vertauschen, ne? Also, what the fuck, Panini? Wieso zur Hölle nennt ihr sie hier eine Schauspielerin? Und ja, damit sind wir jetzt bei der Bewertung. Ich würde sagen, für die ersten zwei Bände gebe ich dem Ding eine 7 von 10. Das ist ein sehr solider Score. Ich meine, ich denke mal, es wird mit den folgenden Bänden noch ein bisschen höher gehen, wenn es so langsam mal die Story richtig Fahrt aufnimmt. Aber es wird natürlich jetzt keine 10 von 10 sein. Aber eine 7 von 10, ja, es ist solide. Es ist Trash, es macht Spaß. Punkt. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz meinem Kumpel Jonas danken, der mir halt damals den ersten Band geschenkt hatte, weil er halt so gesehen ein Mängelexemplar hatte. Weil hier minimal was rausgeschnitten ist, was ich beim Lesen dann gar nicht mal mehr bemerkt hatte. Und ja, dadurch konnte ich halt jetzt dieses Video drehen. Ich muss halt wirklich sagen, es hat gebockt. Also, danke Jonas. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts und es sollte nichts kosten. Und wenn ihr irgendwas bezahlt, irgendwas gewaltig falsch, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Gigant geholt habt oder noch holen werdet. Ja, bleibe ich mir viel zu sagen. Außer Dank fürs Zusehen und ciao!